Der Untergang Deutschlands wird in Berlin garantiert seinen Anfang nehmen und heute wieder ein junger Mann mit einem Hitlergruß und ich zeige dir, das zählt für politisch motivierte Kriminalität rechts. So kann man ganz ohne deutsche Tatverdächtigen hier die Zahl rechter Straftaten und rechter Kriminalität, vor allem hier PMK rechts, politisch motivierte Kriminalität, künstlich nach oben treiben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Zuerst einmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Die Bilder neben mir, ihr könnt sie sehen, sie finden fast täglich in Berlin statt. Diese spezielle Szene gleich ist vom 17. August 2024, aber dennoch aktueller denn je. Dieses Video war einige Tage in Prüfung bei YouTube, deswegen siehst du es leider erst heute. Ich bin nämlich eigentlich in den Niederlanden, obwohl die Niederlande nur hinter mir sind, befinde ich mich auch gleichzeitig dort. Ihr braucht nicht verwirrt zu sein, es bleibt alles wie es ist. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram, falls du noch nicht dabei bist und schau dir an, Tausende, manchmal sogar fast Zehntausende demonstrieren Free, Free Palestine oder Viva Palästina. Das Problem bei der ganzen Sache hier ist allerdings, dass diese Leute, die dort demonstrieren, das Existenzrecht Israels in 90-95% der Fälle absprechen. Sie sagen, es kann nur ein Land dort unten geben und das ist Palästina. Das fordert die Auslöschung des Staates Israel und das läuft in Deutschland wirklich der Völkerverständigung zuwider. Jetzt passt aber mal auf, was hier gleich passiert. Neben mir im Video taucht jetzt gleich ein junger Mann auf bei den Polizeibeamten und er macht eine typische Geste. Hier kommt er, der rechte Arm. Ihr könnt ihn sehr gut erkennen. Er weiß auch ganz genau, was er da macht. Er grinst, ne? Er grinst, er weiß, dass er gefilmt wird. Und das Spannende bei der Sache ist, das ist eine rechte Straftat. Es zählt zu politisch motivierter Kriminalität rechts. Das ist kein Spaß und wir kennen das Problem schon seit Jahren. Ihr kennt vielleicht hier den berühmten Fall aus 2018. Damals ging es um einen 19-jährigen Afghane, der in Bayern auf einer Bierbank eben den gleichen Hitlergruß gezeigt hat, bis ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ihn aus dem Biergarten gebracht hat. Und selbst damals hat die Polizei München offen auf Twitter zugegeben, ja, wird als rechte Straftat eingeordnet. Also, ihr könnt sehen, wir machen hier keine Witze. Ich lasse euch die Bilder einfach mal weiterlaufen. Es ist phänomenal, wie wir uns hier in diesem Lande inzwischen an der Nase herumführen lassen. Statistiker wollen dann sagen, ja, aber es ist ja auch keine ausländerfeindliche Straftat. Und da muss man mal sagen, wenn jemand Hakenkreuze irgendwo hinmalt, ist das auch rechte Kriminalität. Das heißt, wenn die Antifa höchstpersönlich mit Graffiti-Spray dafür sorgt, dass es morgen 1000 weitere Hakenkreuze in Deutschland gibt, haben wir 1000 weitere Fälle von politisch motivierter Kriminalität rechts. Wir müssten hier mal ganz klar unterscheiden zwischen denen, die diese Straftaten begehen und das, was sie am Ende bewirken soll. Wie kann es denn sein, wenn ein Linksextremist ein rechtsextremistisches Symbol an eine Hauswand malt, dass es dann als rechte Straftat gewertet wird? Ebenfalls ist es ja so, dass wenn jetzt rechte Leute linke Straftaten begehen, wenn sie aussehen wie die Antifa, in der Regel gar nicht strafrechtlich verfolgt werden. Aber hier, wenn Ausländer, und der junge Mann hier ist definitiv ein Mensch mit Migrationshintergrund oder sogar erst ein frisch Eingewanderter, ist ja kein Problem, wenn er sich an die Regeln hält. Damit begeht er Volksverhetzung und vermutlich das Verwenden verfassungswidriger Organisationen. Dafür kann man auch ausländerrechtlich ihn zur Verantwortung ziehen und ihm seinen Aufenthaltstitel entziehen, wenn er einen hat, und ihn des Landes verweisen. Das ist Recht und Gesetz in diesem Land, das wollen viele immer nicht hören. Die sagen, kein Mensch sei illegal. Da muss man mal sagen, wenn ein Staat kein definiertes Volk und keine Grenzen hat, dann ist er am Ende auch kein Staat. Somit gibt es im Staat legale Bürger und auch illegale Bürger, selbstverständlich. Alle anderen, die das negieren, leben in einem Wolkenkuckucksheim und sehen die Realität nicht. Jetzt haben wir das Problem, in Berlin demonstrieren sie immer weiter. Die Polizei, sie wird auf der Straße einfach allein gelassen. Es kommt zu teils heftigen Szenen, auch gegenüber Frauen, wo man wirklich die Frage stellen muss bei der Berliner Polizei, was ist der Gesamtzusammenhang? Auch wenn Leute aus einer Versammlung entfernt werden mit Widerstand, gibt es irgendwo ein Übermaßgebot einzuhalten. Ich sage zwar immer, man soll sich gegen die Polizei nicht wehren. Wenn allerdings Frauen einfach nur laufen, was ich gesehen habe,
und dann teilweise heftigst attackiert werden, muss man sich schon die Frage stellen, was ist davor passiert, was wir nicht gesehen haben? Gibt es etwas, was das rechtfertigt, wie zum Beispiel einen körperlichen Angriff mit einer Flasche auf einen Polizeibeamten? Oder ist es hier einfach entstanden, weil man der Aufforderung, stehen zu bleiben, nicht nachgekommen ist? Da muss die Polizei Berlin sich dann wirklich auch mal äußern. Aber sie sind einfach hemmungslos verloren. Ihr kennt es noch, mein Schreiben an den Generalbundesanwalt mit dem Hinweis auf das Mitglied zur Hisbollah-Mitgliedschaft. Bis zum heutigen Tage kann ich leider kein Update vermelden. Wenn es ein Update gibt, dann blende ich dir das hier oben ein. Aber es wird vermutlich einfach keines geben. Die Situation in Berlin, sie spitzt sich immer weiter zu. Es kommen immer weiter Neuankömmlinge in die Stadt. Der Schmelztiegel, er wird immer weiter aufgeheizt. Niemand hat ein Lösungskonzept. Niemand hat auch nur eine Idee, wie man die Entfremdung der Bevölkerungsteile in Berlin hier wieder aufheben soll. Es gibt Parallelgesellschaften, es gibt ganze Straßenzüge, da gibt es kein deutsches Geschäft mehr. Und sie wollen uns immer noch erzählen, es findet kein Bevölkerungsaustausch statt oder Sonstiges. Da muss man nur mal sagen, es gibt Straftäter in diesem Land, die sind über ein Resettlement-Programm gekommen und nicht nur einer. Und da muss man sich ernsthaft die Frage stellen, für wie blöd wollt ihr uns eigentlich hier verkaufen, wenn es offensichtlich ist, dass es ein Neuansiedlungsprogramm der Europäischen Union gibt und dann die Neuangesiedelten hier der Reihe nach Straftaten begehen. Es ist offensichtlich bekannt, dass man den Anteil der Muslime in Europa fördert, nach oben bringt. Wie kann es denn sonst sein, dass nur junge muslimische Männer zu uns kommen? Wo sind denn die ganzen Frauen und Mütter? Stimmt ja, sie sind nichts wert, es ist egal. Oder ist es am Ende doch eine Armee junger Krieger, die hier nach Europa geschickt wurde, unter dem Deckmantel des Asyl- und des Fluchtstatuses, um am Ende im richtigen Moment zu den Waffen zu greifen und sich zu bekennen und dann als Krieger des Islamischen Staates oder des neuen Kalifates, was dann ausgerufen werden soll oder könnte, sich hier zu benehmen wie ein militärischer Soldat. Es ist hier wirklich phänomenal, was Sie in diesem Lande für Möglichkeiten offen lassen. Es ist einfach haarsträubend und genau deswegen gibt es auch mein neues Projekt Auswandern mit Kopf. Falls du es noch nicht gesehen hast, wird es wirklich Zeit, denn die Zustände in Deutschland, sie werden auf absehbare Zeit leider nicht besser werden. Ich sehe keine Chance für die AfD auf eine Regierungsbeteiligung nächstes Jahr. Dafür gibt es viel zu viele Schlafschafe, wie man schön sagen würde, in diesem Lande. Denn der deutsche Michel, er schläft am längsten. Und wenn er aufwacht, dann neigt er zu radikalen Lösungen. Und bei beidem möchte ich nicht dabei sein. Weder bei dem zu lange schlafen, denn dafür wird noch viel Blut über deutsche Straßen vergossen werden müssen. Und wenn er dann aufwacht, dann wird das mit dem Blutvergießen im Zweifel erst losgehen, wenn nämlich die, die dann betroffen sind davon, von diesen Maßnahmen auf einmal sich hier wehren. Und ob dann am Ende der Deutsche wieder der Herr im Hause ist oder nicht, das wird die Zukunft zeigen. Dennoch muss ich euch sagen, hier in Berlin wird es dann am Ende seinen Anfang nehmen. Hier in der Stadt, wo über 100 Mörder trotz Haftbefehl nicht inhaftiert werden. Es ist der völlige Wahnsinn, kann ich euch sagen. Und ich bin gespannt, wie du das Ganze hier siehst. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast oder schau mal bei Auswandern mit Kopf vorbei. Ansonsten warte auf mein nächstes Video. Es ist immer wieder spannend, was es zu berichten gibt. Und damit sage ich ciao, bis bald.